Okay. Sister, thank you very much. Let me ask you a last question. Did you ever have experience or encounter that your child has been treated or treated in an awkward way in school? They don't treat your kids in the right way. Like, for example, you have your child will be wearing his words at the other side, not properly dressed, and they change my child. But why do they not dress him properly? Why do you put my child's pants on backwards? For what? You should put my child, when I dress my child in a nice way, how you dress the white child when the mama comes. Okay, thank you, my sister. And ladies and gentlemen, our sister is pleading for equal rights and justice. Thank you. Grundlegende Rechte wie das Recht auf Leben oder das Recht auf Unversehrtheit steht anderen Tieren ebenso zu wie uns Menschen. Es gibt keine relevanten Unterschiede, welche die Aberkennung elementarster Grundrechte rechtfertigen würden. Tiere sind Individuen mit Bewusstsein und einen Willen zu leben. Mehr darf es für das Recht auf Leben nicht brauchen. Deshalb fordern wir weltweit die Schließung aller Schlachthäuser. Was fordern wir? Die Schließung aller Schlachthäuser. Wann? Jetzt. Für wie lange? Fleisch, Ei oder Käse erzeugen unvorstellbare Umweltschäden. Klimaschädliche Gase, brennende Regenwälder, Wasserverschmutzung, Wüstenbildung, Waldsterben, Ozeantodeszonen, Artensterben. An all dem hat die sogenannte Nutztierhaltung einen wesentlichen Anteil. Auch deshalb fordern wir weltweit die Schließung aller Schlachthäuser. Was fordern wir? Die Schließung aller Schlachthäuser. Wann? Jetzt. Für wie lange? Fleisch auf dem Teller ist ein Stück vom toten Körper eines Tieres, was gerade erst am Anfang seines Lebens stand. Tiere werden gemästet, bis sie nach nur wenigen Wochen oder Monaten für schlachtreif erklärt werden. Manche können sich zu diesem Zeitpunkt schon kaum noch bewegen, weil ihre Körper unter dem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Auch deshalb fordern wir weltweit die Schließung aller Schlachthäuser! Was fordern wir? Die Schließung! Es ist makaber, mit Bildern grinsender Schweine und kochender Hühner vorzugeben, die Tiere freuten sich auf ihre eigene Schlachtung. Ebenso ist es fatal, dass Werbebotschaften wie die Milch macht über die von immer mehr Studien nachgewiesenen gesundheitlichen Risiken hinwegtäuschen. Die Werbeindustrie darf in unserer Gesellschaft nicht die Stelle der Gesundheitsbildung einnehmen. Wir fordern das Ende der Verlust.